Ja, wie unschwer zu erkennen. Machen wir heute mal Black Label Trading Company aus Nicaragua. Die Fabrik von James und Angela Brown aus Texas. Die beiden haben ja vor einigen Jahren, nämlich genau im Jahr 2015, die Fabrik gegründet und haben damit natürlich nicht nur ein Zigarrenlabel geschaffen, sondern auch gleich eine ganze Fabrik, das heißt mit Rollern, mit Lagermöglichkeiten, mit Aging-Möglichkeiten und vor allem mit der Möglichkeit, alles selber zu beeinflussen, so wie sie es haben wollen. Und das ist natürlich immer was Besonderes. Was mache ich heute von Black Label? Ich mache was Besonderes, ich mache was Seltenes, ich mache was Rares. Wer das rauchen möchte, der muss ein bisschen suchen, der muss ein bisschen schauen. Bei uns gibt es die gar nicht mehr, die gibt es noch bei einigen Kunden sicherlich liegen. Und zwar machen wir die Memento Mori. Memento Mori, da ist sie drin. Man sieht schon den Totenkopf und auch die Uhr. Memento Mori hier oben. Hier steht dann noch mal Corona-Latschen. Und so sieht sie dann aus in der Packung. Wir holen sie mal raus. Memento Mori. Und klingt jetzt natürlich klar ein bisschen fremd, logisch ist lateinisch und bedeutet nichts anderes als bedenke, dass du sterben wirst. Klingt erstmal böse. In der Geschichte war es aber so, im antiken Rom, wenn ein Feldherr eine große Schlacht gewonnen hat und der Feldherr ist eingezogen, triumphal nach Rom, in der Stunde der Sieger sozusagen, dann ist hinter ihm ein Sklave gelaufen. Dieser Sklave hatte entweder einen Lorbeer oder einen Goldkranz und den hielt er über den Feldherrn und sagte die ganze Zeit: Memento Mori, bedenke, dass du sterben wirst, und hat dabei eben daran erinnert, dass egal was du auf dieser Welt erreichst, ja, du irgendwann gehen musst. Und deswegen genießt man eine gute Zigarre. Denn im Endeffekt, wir leben nur einmal. Und dieses eine Leben, das müssen wir genießen. Nicht? Und wir müssen doch immer dran denken, dass wir was Gutes, was Anständiges genießen. Und somit ist diese Zigarre mit Memento Mori, bedenke, dass du sterben wirst, doch genau das, was wir alle wissen. Wir wissen, irgendwann werden wir gehen, aber bis wir gehen, das ist mal sicher, werden wir gute Zigarren genießen. Diese Zigarre ist sicherlich keine von den leichten. Wir haben ein Ecuador Maduro Deckblatt und haben dann in der Einlage und im Binder, im Umblatt, wieder Nicaragua. Und zwar immer recht kräftige Geschichten. Die Zigarre hat eine gewisse Power. Ihr seht schon, die ist nicht ganz dick. Das heißt, die muss ein bisschen langsam, ein bisschen mit Gefühl geraucht werden. Die braucht ein bisschen Zeit, die braucht ein bisschen Entwicklung. Und jetzt, wo sie schon eine Zeit lang liegt, wo sie schon eine Zeit lang Ruhe hatte, nachdem sie rausgekommen ist, muss ich sagen, die hat sich echt entwickelt. Sicherlich eine Zigarre, die sich wirklich, wirklich, wirklich lohnt. Und ich kann mal sagen, ganz am Anfang der Zigarre, da kann man die auch wirklich Retronasal nehmen, aber man merkt schon auch beim Retronasal ganz am Anfang, dass da eine Power dahinter ist. Da ist richtig Kraft dahinter. Das ist kein Spielzeug. James Brown macht kein Spielzeug. Er macht Zigarren, die dir sagen, bedenke, dass du sterben wirst. Und das Schöne an Memento Mori ist, bedenke, bis dahin lebst du. Und das kannst du genießen. Und es liegt an jedem allein selber, wie weit er genießt und was er genießt. Ich wünsche euch was.